Wie musstest du denn das mal? Ja. Weiß nicht. Macht mehr Intelligenz. Und erhöht die Chance auf Crit. Ja. Das andere reduziert die Ressourcenkosten. Regeneriert Arkankraft pro Crit, ist auch ziemlich cool. Wenn du dann mal einen Crit machst. Ist die Frage, wie hoch da die Chance ist, ne? Hast du in deinem Charakter drinstehen? Irgendwo. Kann man das sehen? Noch was habe ich nicht gekauft, ne? Sieht nicht so aus. Kritische Trefferchance 8%. Wir jetzt 9,5 mit dem Adlerauge-Dings da. Das bedeutet, die eine Arkankraft regeneriere ich so gut wie nie. Das heißt, im Grunde kann man das rausstreichen. Dornschaden. Das ist, wenn ich getroffen werde, Dorn, ne? Machst du Schaden, wenn du getroffen wirst, glaube ich, ja. Dorn. Fügt Angreifern Schaden zu, wenn ihr von Nah- und Fernkampfangriffen getroffen werdet. Verursachter Schaden wird durch einen Anteil eures Primärattributs erhöht. Dorn sind mir eigentlich egal. So, das heißt, was zählt, ist der Schaden und die Int und reduziert die Ressourcenkosten. Ja, komm, ich nehme sie Aber warte einfach. mal, deine Axt da ist auch eine Zweihand-Axt, ne? Ach Mann! Ach, wie sieht man das denn immer als auf den zweiten Blick? Weiß es nicht. Kacke, ey. Oh, dann bin ich mit dem Headlay jetzt echt erstmal fertig. Hast du es deine Waffe ausgerüstet? Ja. Ist ja nur dazu. Ja, Zauberstab. Ja, alles gut. Ja. So, was wollte ich jetzt eigentlich noch? Das hab ich total verpennt. Hier, Rüstung hatte er, ne? Genau. Genau. Einfach gekauft, ohne reinzugucken. Sehr gut. Ja, war geschickt drauf, also Ja. auf jeden Fall. Was macht er da? Speichern. Achso. 21 Stärke, 4 Erfahrung. Dornschaden. Für dich sind die Dornen auf jeden Fall sinnvoller als für mich. Ja, aber 2 Dornschaden ist jetzt auch nicht so. Wow, sag doch Ja. mal, ne? Ich meine, es wäre immer noch besser als Grau, aber ich glaube, die Schultern vom ersten Händler sind da vielleicht sogar noch besser, ich weiß es nicht. Ja, ich auch nicht. Die Handschuhe sind auf jeden Fall nicht gut. Das werde ich auch erstmal nicht mehr abgeben. Ja. Auch nicht. Auch nicht. Weiß ich, ist besser. Du hast Blitzfertigkeit, ne? Überleg gerade. Nö. Ich hab meistens physisch. Noch irgendwas macht der Blitz, aber ich glaube, das habe ich gerade nicht. Glaube, deine ersten Die Fäuste, ja. Standardfäuste, ja. Ich glaube, die haben Blitz nachher gemacht, ja. Aber dafür kaufe ich die jetzt nicht. Ja. Sonst sind die jetzt nicht. Ja, die haben ein bisschen mehr Vitalität und Leben pro Treffer. Ja, zusammen mit den Fäusten wäre es natürlich super. Ansonsten ist es ja einen kleinen Ticken besser, würde ich sagen. Krempel ist auf jeden Fall nicht für dich. Ich ist es Krempel. Kritische Trefferchance. Ach nee, ich wollte den ja behalten, weil Geisteskraft Geisteskraft pro eigen. Sekunde, ja. Hätte ich auch beim ersten Händler was kaufen können.
Habe ich gerade gekauft? Genau, zieh mich nämlich erstmal an, so. Blauer. Da habe ich nichts. Das. Ich das. Wir sind 15 Geschicklichkeit, ist auch erstmal nicht zu übertreffen. Ja. Wahrscheinlich. Ja, Ringe hatte er gar nicht. Selbes Spiel. Da habe ich die gekauft, die ziehe ich jetzt an. Jo, und der muss bleiben. Okay. Ja, dann klicken wir nochmal beim letzten, ob der noch was zu gucken hat hier. Wo war der nochmal? Wir müssen uns vielleicht mal mit dem Herstellen da beschäftigen. Glaube ich. Geht. Du willst gucken? Ja. Ansehen solltest. Der ist schlechter. Ein Zauberstab, okay. Ich wollte nur dieses Mal schauen, ob ich da irgendwie was lese, von wegen ist eine Zweihandwaffe. Der Bogenkram ist irrelevant. Bei ihm ist wahrscheinlich interessant, was er an Ringen hat. Ja, Stärke. Intelligenz. Und Bewegungsgeschwindigkeit. Ah, perfekt. Genau sowas. Endlich Schuhe. Ja. Qualität. Leben durch Heiltränke, Kugeln. Und? Was? Den wir schon haben. Nee. Bringt nicht Erfahrung, sondern Gold von Monstern. Würde ich jetzt nicht unbedingt ersetzen. Ah, das wird dann für dich Ah, interessant. hat Amulette. Cool. Ja, Oh, Geschick hast du. Geschicklichkeit. Hast du jetzt eine gute Rüstung? Int, ja. Damit habe ich doch alles, was ich im Grunde brauchte. Abgesehen von der Waffe. Dann verkaufe ich noch mal kurz den grauen Stuff hier. Wo ist er? Ich hätte hier doch gerade graus. Du bist auf Kaufen. Achso, ja. Danke. Bitte. Bist dran, dass die Stärke. Ja, besser als kein Amulett, ne? Mal Was nimmt man gucken. denn Erfahrung pro getöteten Gegner oder kritische Trefferchance? Chance. Ja. Als kein Amulett, kostet ja nichts. So, Ringe waren nicht so gut. War Int drauf, ne? Ja, aber für dich vielleicht. Ja, trotzdem, okay. Brauche ich nicht. Glaube ich. Okay, müssen wir mal den Schmied finden, ne? Ja, der Schmied. Ist bei der Schmiede. Aber wo ist die Schmiede? Also hier ist dieser Hersteller-Tusse. Ja. So. Schmied. Ah, ich habe eine Idee. Karte kann aber bestimmt helfen. Herauszoomen, hereinzoomen. Händler, da ist nichts weiter. Titusse Händler. Sollen wir den Schmied suchen? Um die Sachen, die wir haben, verwerten zu lassen. Ja, da wo das Ausrufezeichen ist vielleicht. Ach so, stimmt. Wir Wir sollten. sollten doch eh zu ihm. Ja, dem sollten wir das bringen, ne? Richtig. Gucken, wer da ist. Handwerker. Ja. Ihr habt die Krone gefunden. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Genau, du hast sie zwar schon an, aber sie muss repariert werden. Es ist schön, wieder zu arbeiten. Vielleicht hat sie dann noch bessere Werte. Genau so neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde. Ich habe genug vom Schaufeln, Schmieden. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Dann arbeitet für mich. Ich werde euer Können für großartige Dinge nutzen.
Ab jetzt steht Ihnen der Schmied zur Verfügung und kann neue Rüstung und Waffen für Sie herstellen. Ich würde gerne mal kurz... Habe ich mir gedacht, dass wir jetzt auch wieder Zeug gekriegt haben, das random im Inventar gespawnt ist. Gut, die Armbrust jetzt nicht doll, aber... Okay, dann hast du wahrscheinlich auch nur eine Armbrust gekriegt, nehme ich mal an. Ich hab Schuhe gekriegt. Oh shit. Okay. Ja. Ah. Ein Stern aufgetaucht bei mir. Ja. X. Waffen. Also das kann er herstellen. Berge des Lehrlings, Breitschwert des Lehrlings. Ich weiß gerade gar nicht, welche Stufe wir überhaupt sind. 16. Okay. Das kann er. Armbrüste, Langschwert des Lehrlings. Langdolch meinst du? Durch? Langdolch. Axt. Alter. Für uns. Für dich zumindest. Zweihandsense ist wahrscheinlich auch nicht für dich. Nee. Für Totenerwecker oder so. Ja. Ausgeblutetes Herz. Und ihn kann man dann halt auch ausbilden, damit er bessere Gegenstände herstellen kann, logischerweise. Ja. Er kann schon wieder reparieren? Nee, okay. Er könnte. Und er kann verwerten. Ah. Ich mach das jetzt einfach mal mit irgendwas Blauem, was unwichtig ist. Hey, wieso habe ich die dann schon wieder auswählen? In Handwerksmaterialien umwandeln. Ja. Bling. Versuch das mal mit der grauen. Da jetzt auf jeden Fall so einen Staub gekriegt. Oh, geht auch. Rüstungs. Was kommt dabei raus? 5? 8 irgendwas. 8. Du kannst ja mal kurz in dein Inventar links gucken. Ja, das war hier dieser. Genau. Das Töpfchen. Ne, runterscrollen. Und? Handwerk. Hand wiederverwendbare Teile. Wird durch wiederverwerten normaler Waffen und Rüstung durch den Schmied gewonnen. Handwerksmaterial. Aha. So, und nun kann er zum Beispiel wahrscheinlich jetzt Waffen. Keine Ahnung. Machen wir mal die hier. Und da braucht er, genau, da braucht er die Sachen für und die Sachen für, okay. Um die jetzt herzustellen. Das heißt, auch den grauen Kram zurückkaufen. Auch den grauen Kram wegbringen. Ja, nicht zurückkaufen. Wir finden ja wahrscheinlich noch ein bisschen was. Obwohl, wahrscheinlich ja nicht viel Geld gekostet, ne? Ja. Und ausbilden macht dann Sinn ab Stufe 20. Ne. 19. 18. Das kann er dann alles, wenn er eine Stufe aufstellt. Okay. Ja, das kann er dann alles eventuell herstellen, glaube ich, wenn er... Ja. Meist, nee, Geselle ist. Hm. Ja. Wenn man was Rot-Gelbes verwertet, kommt diese gelben Steine daraus. Wenn man was Blaues verwertet, kommen die blauen Sachen daraus. Wenn man was Graues verwertet, kommen die braunen Sachen daraus. Ja. Guck, für die gelben Gegenstände zum Herstellen brauchst du auch gelbe Steine. Ne? Ja. Ich weiß zwar nicht, was sie denn noch macht, die da hinten rum oxidiert. Weil er macht jetzt ja irgendwie Rüstung und Waffen. Ich weiß nicht, was sie denn macht. Ja. Oh, X. Ja, das wäre praktisch. Mal noch mal kurz drüber. Wenig Grün dabei. Jubelblitze oder zwei nicht. Nee. Alles verwerten. Ja. Oh, okay. Hast du es einfach gemacht? Ja. Okay. Kann auch nochmal machen. Ausbilden ist A. Gut, für ihn kostet die Aufwertung auch gleich 5000. Hm? Ja.
kann denn das durch das Gesetz. Okay, hast du jetzt gemacht. Ja. Okay. Jetzt Stufe 2. Bei dir. Ja. Was hättest du denn gern? Vier zufällige magische Eigenschaften. Mhm. 21 Schaden pro Sekunde, ja. Geht jetzt aber nicht, wie viel das genau ist. Oh, er kann's. Kannst du es auf Stufe 18 tragen, aber kann er schon herstellen. Aber ich hab. Ach so, das ist ein Streitkolben. Das sah für mich aus wie ein Zauberstab. Ja, okay, für mich auch. Zauberstab ist, glaube ich, der links unter der Axt. Nordstab. Er hat viel Schaden. Warte mal, das ist bestimmt wieder zweihändig. Ja, mit Sicherheit. Ja, Sensen kann ich auch nicht tragen, okay. Und Nebenhände. Ah, da unter ist der Zauberstab. Da. Ah. Da brauchst du noch so ein gelbes Ding für. Ja, und ich muss auf jeden Fall hier die grauen mal, Dinger, ja, die grauen Dinger auch noch zurückkaufen. Ja, okay, dann mache ich das auch kurz mit meinem Scheiß einmal verwerten. Alles außer einen Gegenstand oder so. Weil ich glaube, den muss ich nicht unbedingt da in den Topf hauen. Wieso? Weil es irgendwie so ein brauner Gegenstand ist. Ja, dann bringt er noch bessere Sachen, ist doch gut. Ich meine, du rüstest doch sowieso nicht wieder aus, oder? Hab ich den eigentlich abgelegt? Der schlechter ist als dein jetziger. Deiner macht 30, über 30 Schadenspunkte. Ja, I see. Ein bisschen schade, den wegzuschmeißen, ne? Hat gute Dienste geleistet. Na gut. Ja, der kann nicht verwertet werden. Weil ja, vielleicht kannst du ihn manuell auswählen. Vielleicht wegen der Seltenheitsstufe nicht bei allem. Ah. Okay, jetzt habe ich aber auch irgendwas anderes gekriegt. Ja. Irgendwas richtig Dummes wahrscheinlich. Ausbilden. So. Du hast jetzt den Schmied ausgebildet. Ja, aber du hast benötigt Stufe 25 Ding gekauft. Nein. Ich habe einfach nur ausbilden gesagt. Auf Stufe 2. Aber du hast doch gerade schon was gekauft. Ja, ich habe ihn jetzt ausgebildet. Ich habe gar nichts gekauft. Ich habe ihn nur ausgebildet auf die nächste Stufe. So wie du. Ausbilden. Ah. Verstehst du? Aber musst du da nicht auch die Sachen auswählen? Nein, den kann er alle ab Stufe so und so machen. Also die Sachen, die ja jetzt noch angezeigt werden, die kann er noch nicht herstellen hier. Jetzt nochmal ausbilden, kann er auch die nächsten Stufen, die nächsten Sachen, aber die können wir eh noch nicht tragen. Ich schau bei meinem nochmal rein. Ja. Ja, stimmt auch. Ja. Ab 21, alles klar. Genau, und die nächste Stufe kostet 6.000 zum Aufwerten. Und dann kann er die Sachen dann auch herstellen, die jetzt noch fehlen sozusagen. Du könntest ihn auch jetzt schon ausbilden, wenn du willst. Oh, was hat er denn verloren? Habseligkeiten, Schmied. Achso. Ein Brief. Du hast alles wow. In deiner Macht Stehende getan. Achso, ja, stimmt. Die klauen Sachen zurückkaufen. Wie dumm. Da braucht man nie wieder was verkaufen gehen. Ja. Immer nur zum Schmied gehen. Aber das ändert nichts daran, dass das Leben nicht gerecht ist. Wir müssen stark sein, um die Schrecken, die diese Welt heimsuchen, zu besiegen. Mein letzter Wunsch ist, dass du deinen Weg im Leben findest. Deine dich ewig liebende Mira. Nimm den schon dort.